kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Aus dem Leben eines Diebes. So, wir können heute hoffentlich unser Schwertchen noch verbessern und ich würde gerne nochmal in die Höhle schauen. Vielleicht sind ja die Schäfchen hier irgendwo hingelaufen. Da oben ist ja auch noch ein Bereich. Wie kommt man denn da hin, frage ich mich gerade. Naja, hier sind auf jeden Fall keine Schafe vom Schäfer. Kann man hier einfach hochspringen? Da ist doch was. Vielleicht gibt es ja von oben irgendwo noch einen geheimen Weg, den ich übersehen habe. Hier ist auf jeden Fall nichts. Tja, wenn ich so ein Schaf wäre, wo wäre ich dann? Ich denke, ich werde dann mal Richtung Schattenläufer gehen, versuchen, den zu töten. Wir können auch den Magier bestehlen, das müssten wir jetzt schaffen. Wir haben ja 80 Geschick, das geht schon mal klar. Wir können auch die Sache mit den Jägern machen. Was haben wir für eine Spruchrolle bekommen? Weiß ich gerade gar nicht. Ach ja, und da ist ja auch noch dieser Schrein. Beziehungsweise dieses Grab, wo ich dran drücken kann. Wir haben auch noch einen Eisblock. Falls dieses Skelett sehr stark ist, könnten wir das vielleicht gut gebrauchen. Was ich auch gebrauchen kann, ist ein bisschen Mana. So, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt die Hauptquest immer so ein bisschen schleifen lassen. Aber ist ja auch nicht tragisch. Die läuft ja nicht weg. Es gibt hier so interessante Nebenaktivitäten. Deshalb machen wir erstmal die. So, hier war ja noch das Grab. Das ist ein Big Boy. Habe ich nicht. Ich häng fest. Der kriegt gar keinen Schaden dadurch. Eisblock. Oh Junge, der hält ja mega viel aus. Jeden Moment wieder auftauen. Das Gute ist, jetzt habe ich ja quasi nicht mehr so einen langen Kampf. Viele Schläge, die ich brauche. Shit. Ein Schlag noch. Nice. Bruchstück eines Rings. So. Dieser Ring stammt von den drei toten Brüdern. Die Inschrift lautet: Wir waren drei, hielten zusammen. Noch nach dem Tod wird man uns verdammen. Bis unsere Bruchstücke sind wieder beisammen. Stärkung Geschicklichkeitsbonus plus 10. Nice. Das ist schon mal nicht übel. Sehr gut.
Kann man mal speichern. So, hier werde ich mal bewusst schleichen. Der ist gar nicht mal so schwach. Der kann mich ja hier treffen. Was, wie stark der ist. Bin ich vielleicht dann mit der Nahkampfwaffe doch besser dran. So das Gefühl, dass dieser Schattenläufer stärker ist als sonst. Kann mich vielleicht auch täuschen. Aber er wirkt recht stark. Naja, das hätten wir. Schattenläuferhorn habe ich. Ja, den Rest müssen wir doch auch haben. Aber was brauchte ich noch dafür? Mondklinge. Drei Pflanzen Feuerkraut. Boah, das habe ich auch. Sorry, Kolibri. Ich frage mich, ob ich da durchlaufen kann. Es ist noch nicht an der Zeit, Remba zu verlassen. Na dann, bleiben wir wohl noch hier. Schade, dass es nie eine Erweiterung gab. Eine größere Mod in dieser Qualität. Die hätte ich schon gern gesehen. Naja, dann können wir wieder zurück. Ich denke, hier im Gebiet habe ich soweit alles eingesammelt. Vielleicht habe ich eh noch irgendwelche Pflanzen oder so vergessen. Aber ich glaube, das meiste habe ich hier mitgenommen. Warum kann ich die ganzen Bäume hochlaufen? Etwas verrückt. Gehe ich jetzt zum Steinkreis, lege das Schwert da mal ab. Bin ich mal gespannt, wie stark das wird. Ich meine, für dieses Schwert brauche ich noch 13 Stärkepunkte. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Wenn ich noch einen Stärketrank finden würde. Beziehungsweise einen Stärkering oder so hätte. Würde ich das auch schon tragen. Das würde mich dann nochmal stärker machen. Oh, das Gute ist, hier ist ein Bett. Kann ich das da ablegen und... Oh. Ich frage mich aber, wie ich in diese Höhle komme. Da oben. So, das war's. Jetzt muss ich einen Tag warten.
Oh cool, dass es ja auch so hingelegt wird. Sehr interessant. Naja, dann pennen wir mal einen Tag. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir schauen mal. Es hat tatsächlich funktioniert. Mondklinge aufgeladen. Okay, die kann Gegner jetzt kurzzeitig vereisen, macht aber genauso viel Schaden wie vorher. Also mehr Schaden ist nicht. Aber ich meine, die hat ja auch vorher nicht schlechten Schaden gemacht, ne? Okay, das können wir mal speichern. Habe ich vielleicht hier irgendwo einen Weg oder so übersehen? Da sieht's fast schon so aus, als könnte man da lang. Eine Drachenwurz habe ich schon mal übersehen. Können wir mal fressen. Vielleicht noch irgendwo eine Höhle oder so? Naja, hier komme ich auch sonst nicht runter. Aber ich bild mir das doch nicht ein. Da in der einen Höhle, da kann man doch hin, oder? Aber vielleicht klärt sich das auch noch auf. Naja, wir können die Sache mit den Jägern jetzt machen. Dafür sollten wir jetzt ja stark genug sein. Ich bin bereit. Lass uns jagen gehen. Gut. Töten wir als erstes den normalen Snapper. Folge mir und wehe, du rennst weg. Würde ich doch niemals tun. Ich hoffe, der hält ein bisschen was aus. Das sind nämlich auch ganz schön viele. Alvin kann ja wohl sterben. Okay, Alvin wird sowas schon von sterben. Wieder eins von diesen Biestern. Jetzt wird er nicht überleben. Ja. Ich muss die selber erstmal töten. Muss einfach mehr Glück haben. Wieso heilt dieser Typ sich nicht? Ich check das nicht. Das ist so ätzend. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich gar nicht gespeichert. Hab ich schon mal eingefallen. Hey, wieso trifft der mich die ganze Zeit? Oh, bitte warte, bitte warte, bitte warte. Danke. So, das müssen wir erstmal speichern. Thank you.
Das war's mit dir, du Mistvieh. Erstmal speichern. Erstmal Heiltrank. Erstmal näher ranzoomen. Gute Arbeit. Jetzt kommt Phase 2. Du musst einen Scavenger fangen. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja schlecht einen Scavenger hierher schleppen. Das ist nicht allzu schwierig. Ich habe hier in der Gegend 3 kräftige Scavenger gesehen. Die sind ideal. Etwas größer als die meisten anderen. So einen wird sich der Snapper nicht entgehen lassen wollen. Du tötest 2 von ihnen. Den 3. verwundest du, tötest ihn aber nicht. Ich gebe dir eine Scavenger-Beere. Die wachsen im Gebirge und Scavenger können nicht widerstehen. Dem letzten verwundeten Scavenger wirfst du die Beere hin. Ich soll im Kampf mein Schwert wegstecken und die Beere herausholen. Der Vogel wird mich zerfleischen. Du brauchst eben eine gute Rüstung und musst dich beeilen. Sobald du die Beere auf den Boden geworfen hast, wird der Vogel sie fressen. Dann folgt er dir. Schließlich will er eine weitere von dir. Du kommst hierher und achtest darauf, dass kein anderes Tier den Scavenger frisst. Der Weg hierher sollte den Scavenger so erschöpfen, dass er einschlafen wird. Seine Verwundung wird ihn an der Flucht hindern. Wir kommen nachts wieder und hoffen, dass der schwarze Snapper dann aus seinem Versteck gekrochen kommt. Na gut, ich versuche es. Sowas will ich hier nicht hören. Wir sind Jäger. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Also los. Hier hast du die Beeren. Der schwarze Snapper gehört uns. Ja, und was machst du in der Zeit? Was ein Typ, ey. Ohoho. Okay, das war jetzt nicht so eine krasse Belohnung. Also dafür, dass er so ein krasser Jäger ist, ist er ganz schön gammelig. Muss ich mal anmerken. Wo sind denn die Scavenger? Da. Okay. 2 töten, 1 verwunden und dann Beere hinschmeißen. Wo ist die Beere? Wie sieht die aus? Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie die Beere aussieht. Und da ist sie hier unten irgendwo. Ah, okay. Jo, dann hört sich ja einfach an. Let's go. Ja, das war schon mal schlecht. Sieht man auch nicht so oft, dass die einfach so runterstürzen. Kumpel, lässt du mich bitte zufrieden? Ich muss... Das war auch irgendwie nicht richtig. Boah, ich kritte einfach nicht mehr. Kann ich direkt wieder laden, weil ich nicht kritte. Perfekt. Vielleicht nehme ich einfach den Bogen. Wo ist diese blöde Beere? Okay, ich glaube, das kann ich schon mal speichern. Noch Heilung. Ach, weißt du was? Wir laufen jetzt einfach. Oder? So geht's doch. Dann komm mal mit, Vogel.
Ja, nice. Der Scavenger ist in Position. Gute Arbeit. Auf dich ist Verlass. Danke. Leicht war es nicht. Und nach all den Mühen will ich den verdammten Snapper jetzt endlich auch tot sehen. Ein bisschen Geduld musst du noch haben. Komm um Mitternacht wieder. Wenn wir Glück haben, traut sich der Snapper dann aus seinem Versteck. Alles klar, Chef. Ich hab so das Gefühl, dass der verreckt. Oh, perfekt, noch Gewitter. Wo ist er? Ah, da vorne. Ich weiß, es ist sehr düster, aber ja. Was sollen wir machen? Hab ich eine Fackel? Ja, immerhin. Halt! Bleib sofort stehen. Wir dürfen nicht zu nah an den Scavenger heran, sonst traut sich der Snapper niemals heraus. Abstand. Aber nicht zu viel. Wir müssen den Snapper schnell angreifen, sobald er anfängt zu fressen. Seit wann hat ein Snapper eigentlich Angst vor Menschen? Dieser Snapper ist verdammt klug. Er wird gesehen haben, was wir mit seinem Rudel angestellt haben. Er weiß, wie gefährlich wir sind. Aber Hunger hat er trotzdem. Und jetzt sei ruhig und warte ab. Da war wieder die andere Stimme des Helden. Ich muss ja sagen, ich hasse es, mit Begleitern zu kämpfen, wenn man die immer aus Versehen auch anvisiert. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Aber das ging ja sogar noch. Meine Güte, was für ein Ungetüm. Das war ja mehr Drache als Snapper. Scheiße, ja. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es überlistet und getötet. Und was für Zähne und Klauen. So etwas gibt es hier sonst nirgendwo. Bring mir sicher eine Menge Gold ein. Vielen Dank für deine Hilfe. Bist echt sowas zu gebrauchen. Hier ist dein Anteil an der Beute. So. Ich gehe jetzt erstmal in die Stadt und versaufe das Gold, was ich für die Trophäen bekomme bei Jasper. Alles klar. Solltest du jemals wieder Hilfe bei der Jagd brauchen, sag Bescheid. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach weiter auf Geschick gehe. Und noch die letzten Leute... Taschendiebstahl zu bestehlen. Oder ob ich doch auf Stärke gehe. Aber ich glaube, dieses Schwert, was wir gerade haben, ist gut genug. Eigentlich. Also können wir auch Geschick lernen. Können wir vielleicht noch Jasper bestehlen im Taschendiebstahl mit 100 Geschick? Ich weiß es nicht. Andererseits könnte ich auch auf Einhand gehen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht spare ich auch erstmal. Wenn ich noch zwei Drachenwurzeln finde, könnte ich auch auf Stärke gehen und das andere Schwert benutzen. Wäre auch so eine Möglichkeit. Naja, so, gehen wir erstmal nach Remwa. Die Quest wäre ja erledigt. Jetzt haben wir noch Hilfe für Burkhard. Treffen mit Akaro der Vertrag Adrians Truhe. Du eigentlich noch bessere Waffen? Zeig mir deine Waffen. Armbrustader. Ich habe einen Spezialauftrag für dich. Super! Kann ich aber gerade nicht wirklich gut gebrauchen. Im Moment habe ich genug zu tun.
Ach komm schon, das wird sicher ein interessanter Auftrag. Mal ein bisschen Abwechslung von dem üblichen Kram und ich zahle gut. Na gut, sprich. Um was geht es? Ich brauche einen Dietrich, und zwar einen besonders harten. Was meinst du, bekommst du das hin? Ein Dietrich? Das macht dich aber ziemlich verdächtig, Kleiner. Und einen besonders harten? Du willst doch hier im Dorf nicht irgendein Schloss verbotenerweise aufbrechen? Nein, wo denkst du hin? Ich bin viel draußen in der Wildnis unterwegs. Da gibt es viele alte Truhen, teilweise vom Meer angeschwemmt. Deren Schlösser sind so verrostet. Ich kriege sie einfach nicht auf. Ständig bricht mir der Dietrich ab. Aber ich wette, da ist was Wertvolles drin. Du könntest doch sicherlich einen etwas robusteren Dietrich herstellen. Die Dietriche, die ich habe, sind aus gutem Stahl. Da bricht so schnell nichts ab. Das Problem ist, mir fällt eigentlich nichts an, was noch härter ist. Außer Bürgermeister Silvan hat einmal einen Klumpen merkwürdiges, blau leuchtendes Erz gefunden. Ich wollte es unbedingt untersuchen. Vielleicht ist es ja magisches Erz. Du weißt schon, woraus diese legendären magischen Schwerter gemacht wurden. Der alte Sack hat es aber nie rausgerückt. Wenn du mir so ein Stück bringst, könnte ich damit dir einen Dietrich herstellen. Und der Rest vom Erzbrocken reicht dir als Lohn? Oh nein, dieser Brocken ist mir wirklich viel wert, aber... Es wird verdammt lange dauern, so etwas Filigranes wie deinen merkwürdigen Dietrich zu schmieden. Dazu kommt der Verdienstausfall, der Verschleiß an Werkzeugen bei dem harten Zeug. Also der Brocken macht das Ding überhaupt für dich erschwinglich. Ein Exemplar wird dich wohl noch 150 Goldstücke zusätzlich kosten. Und damit mache ich praktisch keinen Gewinn. Bei Innos. Da muss ich aber eine Menge alter Truhen knacken, um das wieder hereinzubekommen. Aber na gut, ich kümmere mich erstmal um das Erz. Wie lange hält denn so ein Dietrich? Er dürfte ja dann praktisch nie abbrechen, oder? Abbrechen wird er wirklich nicht, aber wenn die Schlösser so kompliziert oder verrostet sind, verkantet und verklemmt sich so ein Dietrich schon mal auf eine unmögliche Art und Weise. Wenn du Pech hast, kannst du nur ein Schloss damit knacken. Allerdings wirst du den Dietrich nicht mehr aus dem Schloss kriegen. Das ist schlecht. Wo könnte ich denn so einen Erzbrocken herkriegen? Ich kann ja schlecht den Bürgermeister eins überziehen und das Ding einfach klauen. Ah, keine Ahnung. Soweit ich weiß, gibt es dieses Erz hier in der Gegend nicht. Ich hab mal von einer Insel gehört, wo Gefangene extrem viel von dem Zeug abbauen. Korenes oder so hieß die. Aber da die am anderen Ende des Reiches ist, kannst du dort ja schlecht hinsegeln. Du wirst dir wohl was anderes einfallen lassen müssen. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Dieses Gespräch hat mich mit meiner Arbeit eh schon weit zurückgeworfen. Wir schon Erzbrocken? Denkt man zumindest. Wann nicht? Aber Gewissheit kann man da wohl kaum. Komisch, aber es gibt ja diese Truhe und auch die von Adrian. Und beide brauchen anscheinend dann den Super Dietrich. Ja, gehört habe ich es schon. Allerdings habe ich den Kampf leider nicht sehen können. Ich weiß noch nicht, ob ich hier oben in der Truhe war. Und das werden wir jetzt mal herausfinden. Hey, was soll das denn werden? Ah, oh, Junge. Warum schleichst du hier rum? Ach, da oben, da ist doch der Erzbrocken. Sowas wie ein Schlafzauber? Muss ich wohl warten, bis es Nacht ist, oder? Hallo, junger Mann. So, Grüße, Herr Bürgermeister. So spät noch wach? Ja, das Alter macht mir zu schaffen. Ich kann einfach nicht mehr schlafen in letzter Zeit. Du bist nicht zufällig gekommen, um mir Gesellschaft zu leisten? Nee, tut mir leid. Bin aus Versehen ins falsche Haus gelaufen. Hast du mal den Rat eines Alchemisten gesucht? Ja, aber der Kräutermischer konnte mir nicht helfen. Ich war mir sowieso immer etwas verdächtig. Er meinte, er habe nichts gegen Schlafstörungen. Seine Kräuter seien alle zu stark. Er könnte mich zwar ruhig stellen, aber von erholsamem Schlaf wäre keine Rede. Ne? Was machst du dann die ganze Nacht? Nun,
Meistens laufe ich hier in meinem Zimmer herum. Die Zeit schlage ich dann meistens mit Pralinen tot. Seit ein junger Bursche vor einigen Jahren meiner Tochter welche geschenkt hat, bin ich ganz wild auf die Dinger. Die versüßen einem sogar die einsamsten Nächte. Und bis auf einen dickeren Bauch haben sie nicht so viele Nebenwirkungen wie Alkohol. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Danke für den Tipp. Nun gut, ich muss doch mal weiter. Ist ja schließlich schon spät. Gute Nacht. Ah, die werde ich wohl nicht haben. Aber danke für deinen Besuch. Bis später. Verdammt, solange der alte Sack nicht schlafen kann, kann ich nicht unbemerkt den Brocken stehlen. Vielleicht sollte ich bei seinem Schlafproblem ein wenig nachhelfen. Was hat er noch gesagt? Ah ja, Pralinen. Vielleicht sollte ich da ansetzen. Tja, und das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.